الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد Der Koran, liebe Geschwister, ist der Wegweiser für diejenigen, die Allah kennen möchten. Und der Pfad der diejenigen, die ihm folgen, zu ihm führt. Und sein Licht, das die Dunkelheit erhellt. Und seine geschenkte Barmherzigkeit, durch die das Wohl aller Geschöpfe gewährleistet wird. Es ist das Mittel, das zwischen ihm und seinen Dienern vermittelt, wenn alle anderen Mittel versagen. Und das größte Tor, durch das man eintreten kann zu ihm, und es wird nicht geschlossen, wenn alle anderen Türen geschlossen werden. Es ist der gerade Pfad, der Koran, der nicht durch Meinungen ungerade wird, und die weise Ermahnung, die nicht von Leidenschaften gelenkt wird, und die edle Kost, von der die Gelehrten nie satt werden. Seine Wunder verschwinden nie, seine Gaben werden nicht vertrieben, seine Zeichen enden nicht, und seine Bedeutungen widersprechen sich nicht. Je mehr Einsicht man durch Nachdenken und Betrachtung in ihm gewinnt, desto mehr Leitung und Klarheit wird man erfahren. Und je tiefer man in seine Quelle dringt, desto mehr sprudeln die Quellen der Weisheit hervor. Es ist das Licht der Einsicht, das die Blindheit vertreibt und die Heilung der Herzen von ihren Krankheiten und Schmerzen. Das Leben der Herzen, die Freude der Seelen, die Gärten der Herzen und der Ansporn der Geister zum Lande der Freuden. Dies ist die Beschreibung des Korans. Und wir befinden uns im Monat des Koran. Allah Ta'ala sagt, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung herabgesandt wurde. Und auch dies widerspiegelt sich im Verhalten und in den Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Daher verbrachte er den gesamten Monat mit dem Koran durch Rezitation, Nachdenken und Erleben des Korans. Abdullah ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam von Jibril in jeder Nacht des Ramadan im Koran unterwiesen wurde. In jeder Nacht. Außerhalb des Ramadans erzählt uns Abu Huraira, er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran jedes Jahr einmal vorgetragen wurde. Einmal wurde er in der Gesamtheit des Korans unterwiesen von Jibril. Und in dem Jahr, in dem er verstarb, zweimal. Das ist der Ursprung für die Empfehlung, im Monat Ramadan häufig den Koran zu rezitieren und sich gemeinsam zum Studium des Korans zu versammeln, insbesondere in der Nacht. Da nachts Ablenkungen abnehmen und der Geist zur Ruhe kommt und das Herz und die Zunge auf einem Kanal sein können. Die frommen Vorfahren zeigten sehr besondere Bemühungen im Monat Ramadan, was den Koran angeht. So haben wir hier Shihabuddin al-Zuhri. Wenn der Ramadan begann, pflegte er zu sagen, der Ramadan oder im Ramadan geht es nur um das Lesen des Korans und das Speisen von Essen, das Verteilen von Essen. Und daher, liebe Geschwister, tragt auch ihr dazu bei, die Fastenden zu speisen. Der Monat Ramadan ist der Monat der Gabe, der Großzügigkeit, nicht der Monat des Vorenthaltens. Das Fastenbrechen in der Moschee könnt ihr mitfinanzieren und mit unterstützen. Und Allah Ta'ala gibt dem Spender Ersatz. Und ihr werdet für das Speisen von Dutzenden Fastenden belohnt. Imam Malik hingegen ließ das Lesen von Ahadith und das Zusammensitzen der Gelehrten beiseite, wenn der Ramadan begann. Sufyan al-Thawri legte alle anderen Arten der Ibadah beiseite und widmete sich dem Lesen des Korans ausschließlich. Al-Aswad ibn Yazid schloss den Koran im Monat Ramadan in zwei Nächten ab. Jede zweite Nacht, außerhalb des Ramadans, alle sechs Tage. Qatada schloss den Koran in Ramadan alle drei Nächte einmal ab. Und wenn die letzten zehn Tage begannen, jede Nacht. Diese Berichte sind nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Der Koran und das Fasten sind unmittelbar miteinander verbunden und untrennbar.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten und der Koran werden am Tage der Auferstehung Fürsprache einlegen. Das Fasten wird sagen, o Herr, ich habe ihn tagsüber vom Essen und Trinken abgehalten. Lasse mich für ihn fürsprechen. Und der Koran wird sagen, o Herr, ich habe ihn der Nacht vom Schlaf abgehalten. So lasse mich für ihn Fürsprache einlegen. Und beide werden Fürsprache einlegen. Ein weiteres Kennzeichen, eine weitere Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Monat Ramadan war, dass er den Ramadan in ganz besonderer Demut und Hingabe an Allah Ta'ala lebte. Betrachte diesen Vers und seinen Kontext. Dieser Vers kommt zwischen den Versen, die über die Normen und Regeln des Fastens handeln. In denen sagt Allah Ta'ala, und wenn meine Diener dich über mich befragen, so bin ich nahe, ich erhöre das Gebet des Bittenden. Dieser Vers folgt auf die Aussage Allah Ta'alas, der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran Rechtleitung für die Menschen herabgesandt wurde. Daher sagt Ibn Kathir, daraus schlussfolgernd, die Erwähnung dieses Verses, das zum Bittgebet aufruft, eingebettet zwischen den Regeln des Fastens, ist eine Anleitung, sich beim Vollenden der Anzahl und bei jedem Fastenbrechen im Bittgebet zu bemühen. Daher verkündet der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft an seine Gefährten. Allah befreit jeden Tag und jede Nacht Menschen von der Hölle. Und für jeden Muslim gibt es in jedem Tag und jeder Nacht ein erhörtes Gebet. Allah hätte alle Monate wie den Monat Ramadan sein lassen können. Aber er hat den Monat Ramadan erschaffen, in dem die Tore des Paradieses geöffnet werden, die Tore der Hölle geschlossen werden und in dem es eine Nacht gibt, die besser ist als 1000 Monate. So lasst dies und Ähnliches uns dazu anspornen, unsere Ärmel hochzukrempeln und uns ernsthaft zu bemühen, bevor es zu spät ist, denn die Zeit ist Gold, wenn man sie nicht nutzt, verflieht sie. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا من خشيتك اللهم زدنا من خشيتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.